So I want to first just congratulate you all completing the first day of practice. Zuallererst möchte ich euch allen gratulieren dafür, dass ihr den ersten Praxistag abgeschlossen habt. And even though it looks like we're not doing very much, just sitting around hanging out, there's a lot going on underneath the hood. Und auch wenn es so aussieht, als würden wir nicht viel tun, sitzen einfach hier rum und hängen so ab. Aber unter der Haube ist sehr viel los. And it's actually not so easy to sit with ourselves. Und es ist auch nicht so einfach, mit uns zu sitzen. So I'd like to just read you something from a Buddhist monk named Bhante Gunaratana. Und so möchte ich euch etwas vorlesen von einem buddhistischen Mönch namens Bhante Gunaratana. And I'm curious in what he describes, if this sounds familiar. Und ich bin neugierig, ob euch das, was er beschreibt, bekannt oder vertraut vorkommt. He says, somewhere in start it again. Somewhere in this process of meditation, you will come face to face with the sudden realization that you are completely crazy. And that your mind is a shrieking madhouse on wheels, barreling down the hill, utterly out of control and hopeless. Not a problem. You're not any crazier than you were yesterday. It's always been this way, but you just haven't noticed. Irgendwo in diesem Prozess wirst du von Angesicht zu Angesicht mit der plötzlichen und erschreckenden Erkenntnis stehen, dass du komplett verrückt bist. Dein Geist ist ein kreischendes, schnatterndes Irrenhaus auf Rädern, welches sich Hals über Kopf den Berg hinunterwalzt, völlig außer Kontrolle und hoffnungslos. Kein Problem, du bist nicht verrückter, als du es gestern war. Es war schon immer so, du hast es bloß nie mitbekommen. Does it sound familiar? Klingt es vertraut? Yeah. So I love how this is normalized. Mir gefällt sehr gut, wie das einfach normalisiert wird. Yeah, there's lots to experience as we sit in the silence. Es gibt sehr viel, was wir erfahren, wenn wir in der Stille sitzen. Thoughts of the future, thoughts of the past. Gedanken an die Zukunft, Gedanken an die Vergangenheit. Emotions. Emotionen. Physical sensations. Körperempfindungen. Heat. Hitze. So I just want to acknowledge that it's not easy and worthy of congratulations that you're still here. Ich möchte einfach anerkennen, dass es nicht leicht ist und es ist wert zu gratulieren und das anzuerkennen, dass ihr noch hier seid. I want to maybe share with you a beautiful reading from Hafiz, who's a Persian wild man poet, one of my beloveds. Und ich möchte mit euch einen Text, ein Gedicht von Hafiz teilen. Er ist ein wilder persischer Dichter, einer meiner Lieblingsdichter. And he reminds us of all of this sitting that we're doing, that he reminds us about a ruby. Und in all diesen Sitzen, dem wir hier nachgehen, da erinnert er uns an einen Rubin. And it's called for 3 days. Es heißt 3 Tage lang. And actually, we're doing 7 days. Und wir machen das sogar 7 Tage lang. But what he speaks about is sitting in your closet for 3 days. Aber er spricht davon, dass man 3 Tage in seinem Schrank sitzt. So he says, not many teachers in this world can give you as much enlightenment in 1 year as sitting all alone for 3 days in your closet, that would do. Er sagt, nicht viele Lehrer in dieser Welt können dir innerhalb eines Jahres so viel Erleuchtung zuteilwerden lassen, wie es das Sitzen alleine in deinem Schrank über 3 Tage lang vermag. And that means not leaving. Not leaving. And you better get a friend to help you with a few sandwiches, and you better get yourself a WC, a chamber pot. Und das bedeutet, diesen nicht verlassen. Hol dir lieber einen Freund, der dich mit Broten und einem Nachttopf versorgt. And no reading, no writing either. That would be cheating. Let's aim for the 360-degree detox.
Und keinerlei Lesen da drin, oder Gedichte schreiben, das wäre Betrug. Strebe hoch nach einer 360-Grad-Entgiftung. The sitting alone, though, is not recommended if you're normally sedated. Dieses Sitzen allein mit dir wird allerdings nicht empfohlen, wenn du normal ruhig gestellt bist. But please, dear one, don't let Hafiz fool you. There is a ruby buried inside here. Aber bitte, Liebste, Liebster, lass Hafiz dich nicht verschaukeln. Ein Rubin liegt hier verborgen. Don't let Hafiz fool you. There's a ruby buried inside here. Liebste, Liebster, lass Hafiz dich nicht verschaukeln. Ein Rubin liegt hier in dir verborgen. So we'll be speaking more of this as the retreat unfolds. Und darüber werden wir noch mehr sprechen, während das Retreat sich entwickelt. But in short, we can say the ruby is insight, it's wisdom, it's compassion, it's clear seeing into the nature of our own mind. Aber in Kürze können wir sagen, dass der Rubin innen drinne liegt. Er ist Einsicht, er ist Weisheit, er ist das klare Sehen in die Natur aller Dinge. So what I'd like to speak about tonight is what brings us to practice. Worüber ich heute Abend sprechen möchte, ist das, was uns zu unserer Praxis führt. And I'm going to read to you a story that was written by a New York City taxicab driver. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die von einem New Yorker Taxifahrer geschrieben wurde. And I'll probably cry. Und wahrscheinlich werde ich dabei weinen. And maybe Nadine too. Und vielleicht Nadine auch. So should I just read it through and then what should we do? We did it paragraph. Yeah, okay. So this is from a New York City taxi driver. Und dies schreibt der New Yorker Taxifahrer. I arrived at the address and honked the horn, and after waiting a few minutes, I honked again. Since this was going to be my last ride of my shift, I thought about just driving away. But instead, I put the car in park, and I walked to the door, and I knocked. Just a minute, answered a frail, elderly voice, and I could hear something being dragged across the floor. Ich erreichte die Adresse und hupte. Nachdem ich ein paar Minuten gewartet hatte, hupte ich nochmals. Da dies die letzte Fahrt meiner Schicht war, überlegte ich, einfach davon zu fahren. Aber stattdessen schalte ich den Wagen auf Parken, lief hoch zur Wohnungstür und klopfte. Einen Moment bitte, antwortete eine gebrechliche, ältere Stimme. Ich konnte hören, wie etwas über den Flur gezogen wurde. And after a long pause, the door opened and a small woman in her 90s stood before me. She was wearing a print dress and a pillbox hat with a veil pinned on it, like somebody out of a 1940s movie. Nach einer langen Weile öffnete sich die Tür. Eine kleine Dame in ihren 90er Jahren stand vor mir. Sie trug ein bedrucktes Kleid und einen Damenhut mit einem angenähten kleinen Schleier, so wie jemand aus einem 40er Jahre Film. And by her side was a small nylon suitcase, and the apartment looked as if no one had lived in it for years. All the furniture was covered with sheets. Neben ihr war ein kleiner Koffer aus Nylon. Die Wohnung sah aus, als hätte dort seit Jahren niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit Laken abgehangen. There were no clocks on the walls, no knickknacks or utensils on the counters. In the corner was a cardboard box filled with photos and glassware. Es gab keinerlei Uhren an den Wänden, kein Schnickschnack oder Gegenstände auf den Regalen. In der Ecke stand ein Karton voller Fotos und Gläsern. Would you carry my bag out to the car, she asked, and I took the suitcase to the cab and returned to assist the woman. Würden Sie meinen Koffer zum Auto bringen, fragte sie. Ich trug den Koffer zum Auto und ging zurück, um der Dame zu helfen. She took my arm and we walked slowly to the curb.
Sie nahm meinen Arm und wir liefen langsam zum Gehweg. She kept thanking me for my kindness, and it's nothing, I told her. I try to treat my passengers the way I would want my mother to be treated. Sie bedankte sich immer wieder für meine Freundlichkeit. Nichts zu danken, erwiderte ich. Ich versuche, meine Fahrgäste so zu behandeln, wie ich möchte, dass meine Mutter behandelt werden würde. Oh, you're such a good boy, she said. And when we got into the cab, she gave me an address and then asked, could you drive through downtown? Oh, Sie sind so ein guter Junge, entgegnete sie. Als wir zum Taxi kamen, gab sie mir eine Adresse und fragte, können Sie durch die Innenstadt fahren? It's not the shortest way, I answered quickly. Daraufhin erwiderte ich schnell, das ist nicht der kürzeste Weg. Oh, I don't mind, she said. I'm not in a hurry. I'm on my way to a hospice. Oh, das macht mir nichts, sagte sie. Ich bin nicht in Eile. Ich bin auf dem Weg ins Hospiz. I looked in the rearview mirror. Her eyes were glistening. And she said, I don't have any family left. And the doctors say I don't have very long. I quietly reached over and I shut off the meter. Ich blickte in den Rückspiegel. Ihre Augen glänzten. Ich habe keine Familie mehr, fuhr sie mit sanfter Stimme fort. Der Doktor sagt, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Leise griff ich hinüber und schaltete das Taxometer aus. What route would you like me to take? I asked. Welche Straße möchten Sie, dass ich fahre? Fragte ich. And for the next 2 hours we drove through the city. She showed me the building where she had once worked as an elevator operator. Die nächsten 2 Stunden fuhren wir durch die Stadt. Sie zeigte mir das Gebäude, in dem sie einst als Aufzugspersonal angestellt war. We drove through the neighborhood where she and her husband had lived when they were newlyweds, and she had me pull up in front of a furniture warehouse that had once been a ballroom where she had gone dancing as a girl. Wir fuhren durch das Wohngebiet, in dem sie und ihr Ehemann gelebt haben, als sie frisch verheiratet waren. Sie bat mich, vor einem Einrichtungsgeschäft anzuhalten, das mal ein Ballsaal war, in dem sie als junges Mädchen tanzen ging. Sometimes she'd ask me to slow down in front of a particular building or a corner and would sit staring into the darkness, saying nothing. Manchmal bat sie mich, langsamer zu werden, vor einem bestimmten Gebäude oder an einer Ecke, und saß dann einfach da, starrte in die Dunkelheit und sagte nichts. As the first hint of the sun was coming up on the horizon, she suddenly said, I'm tired, let's go now. And we drove in silence to the address she had given me. It was a low building like a convalescent home with a driveway. Als die ersten Anzeichen der aufgehenden Sonne am Horizont erkennbar waren, sagte sie plötzlich, ich bin müde, lassen Sie uns jetzt fahren. In Stille fuhren wir zu der Adresse, die sie mir gegeben hatte. Es war ein niedriges Gebäude, wie ein kleines Sanatorium. Es gab eine Zufahrt, die unter einen überdachten Eingangsbereich führte. And 2 orderlies came out to the cab as soon as we pulled up, and they must have been expecting her. 2 Pflegehelfer kamen sofort heraus, als wir fuhren. Sie waren zugewandt und aufmerksam, ließen keine ihrer Bewegungen aus dem Blick. Sie müssen sie erwartet haben. I opened the trunk and I took out the small suitcase to the door. The woman was already seated in a wheelchair. Ich öffnete den Kofferraum und brachte den kleinen Koffer zur Tür. Die Dame saß bereits in einem Rollstuhl. How much do I owe you? She asked the taxi man, reaching into her purse. Wie viel schulde ich Ihnen? Fragte sie und griff in ihre Handtasche. Nothing, I said. Nichts, erwiderte ich. Well, she answered, you have to make a living. Aber Sie müssen doch auch leben, entgegnete sie. And the taxi person responded, there are other passengers. Es gibt genug andere Fahrgäste, erwiderte ich. And almost without thinking, the taxi man gave her a big hug and she held on to him very tightly. Spontan, fast ohne nachzudenken, beugte ich mich hinunter und gab ihr eine Umarmung. Sie hielt mich fest an sich gedrückt. She said, thank you, you just gave an old woman a little moment of joy. Sie haben einer alten Dame einen kleinen Moment der Freude geschenkt, sagte sie. Danke Ihnen. I squeezed her hand and then walked into the dim morning light. Behind me, a door shut
It was the sound of the closing of a life. Ich drückte ihre Hand und lief dann in das dämmerige Morgenlicht hinein. Hinter mir schloss eine Tür. Es war das Geräusch des Abschlusses eines Lebens. I didn't pick up any more passengers that day. I drove aimlessly, lost in thought. For the rest of the day, I could hardly talk. What if that woman had gotten an angry driver or one who was impatient to end his shift? What if I had refused to take the run or had honked once and then driven away? In dieser Schicht habe ich keine weiteren Fahrgäste mehr abgeholt. Ich fuhr ziellos, in Gedanken verloren. Den Rest des Tages konnte ich kaum sprechen. Was wäre gewesen, wenn diese Frau einen verärgerten Taxifahrer bekommen hätte? Oder einen, der ungeduldig seine Schicht zu Ende bringen wollte? Was wäre, wenn ich die Fahrt nicht mehr angenommen hätte oder einmal gehupt und dann davongefahren wäre? On a quick review, I don't think I've done anything more important in my life. Wenn ich ein kurzes Fazit ziehe, glaube ich nicht, dass ich jemals etwas Wichtigeres in meinem Leben getan habe. We're conditioned to think that our lives revolve around great moments. Wir werden konditioniert zu glauben, dass sich unsere Leben um große Momente drehen. But great moments often catch us unaware, beautifully wrapped in what others may consider a small one. Aber diese großen Momente erreichen uns oft unerwartet, wunderschön verpackt in einem Anschein, den andere vielleicht für etwas Kleines halten. I don't think I've done anything more important in my life. Ich glaube nicht, dass ich jemals etwas Wichtigeres in meinem Leben getan habe. The story touches upon the just so beautifully the preciousness and the fragility of this life. Und diese Geschichte berührt die Kostbarkeit und die Zerbrechlichkeit des Lebens. The teachings of the Dharma, there are what's known as the four heavenly messengers. In der Lehre des Dharmas gibt es die sogenannten vier himmlischen Botschafter. And the heavenly messengers point to this fragility and this preciousness of life. Und auch diese vier himmlischen Botschafter deuten auf die Fragilität und die Kostbarkeit des Lebens hin. The four messengers are the first is the truth of aging. Und diese vier Botschafter, der erste ist die Wahrheit über das Altern. The truth of illness. Dann folgt die Wahrheit über Krankheit. The truth of death. Die Wahrheit über den Tod. The last messenger is that there is a way to make peace. Und der letzte Botschafter weist darauf hin, dass es einen Weg gibt, um Frieden zu schließen. In the Buddha's story, it is said that he was a prince and he grew up in a palace for each season. Und in der buddhistischen Geschichte, die Geschichte vom Buddha, da heißt es, dass er ein Prinz war und in einem Palast aufgewachsen ist. He had all the material things of that time. Und ihm alle materiellen Dinge der damaligen Zeit zur Verfügung standen. I'm sure if it was this time, he'd have the iPhone 7 already. Und wenn es unsere heutige Zeit wäre, dann hätte er sicher schon das iPhone 7. In his 29th year, he awakened. Und in seinem 29. Lebensjahr erwachte er. He awakened to these realities that he nor anyone could escape from aging, illness and death. Und zwar erwachte er gegenüber diesen Fakten, dass weder er noch irgendjemand anderer dem Altern, der Krankheit und dem Tod entgehen kann. And this cast upon him a great crisis. Und dies führte ihn in eine große Lebenskrise.
For he recognized the deep truth of the inescapability of aging, illness and death. Denn er kannte die Unvermeidbarkeit von vom Altern, von Krankheit und vom Tod. Jane Kenyon, she writes in her poem Otherwise. Jane Kenyon schreibt in ihrem Gedicht Anders. She says, I got out of bed on two strong legs, it might have been otherwise. Ich bin aufgestanden mit zwei gesunden Beinen, es hätte anders sein können. I ate cereal, sweet milk and a ripe flawless peach, it might have been otherwise. Ich aß Müsli, süße Milch und einen reifen, makellosen Pfirsich. Es hätte anders sein können. I took the dog up hill to the birchwood and all morning I did the work that I love and at noon I lied down with my mate. It might have been otherwise. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen, bergauf in das Birkenwäldchen. Den ganzen Morgen habe ich Arbeit getan, die ich liebe. Mittags habe ich mich zur Ruhe gelegt mit meinem Partner. Es hätte anders sein können. And we ate dinner together at a table with silver candlesticks. It might have been otherwise. Wir aßen zu Abend an einem Tisch mit silbernen Kerzenhaltern. Es hätte anders sein können. And I slept in a bed in a room with paintings on the wall and I planned another day, just like this day, but one day I know it will be otherwise. Ich schlief in einem Bett, in einem Zimmer mit Bildern an den Wänden und plante einen weiteren Tag, genau wie diesen. Doch eines Tages, weiß ich, wird es anders sein. One day I know it will be otherwise. Eines Tages, weiß ich, wird es anders sein. These are very powerful reflections on the fragility and again this preciousness of life. Auch dies sind ganz kraftvolle Reflexionen über die Fragilität und die Kostbarkeit dieses unseren Lebens. And so when Siddhartha Gautama, who later became the Buddha, realized there was no escape from aging, illness and death. Als Siddhartha Gautama, der später als Buddha bekannt wurde, erkannte, dass es kein Entrinnen gab vor Krankheit, Alter und Tod. He realized, what's the use of becoming a king and having all this material wealth if it's all going to go? Realisierte und erkannte er für sich, stellte sich die Frage, wo liegt der Sinn darin, ein König zu werden und all diese materiellen Güter zu besitzen, wenn doch eines Tages alles gehen wird? And he had a lot of angst and he just didn't know what to do. Und er hatte sehr viel Angst und wusste nicht, was er tun solle. But he went out one more time out into the villages and there he came across what's known as the fourth heavenly messenger. Und dann zog er in den Wald und traf dort auf denjenigen, der bekannt wurde als vierten himmlischen Botschafter. And what Siddhartha came across was like a monk or a holy person that was in robes and was just walking down the street very serene-like. Und Siddhartha traf auf einen Mönch oder eine gelehrte Person in Roben und diese Person widmete ihr Leben dem friedvollen Leben. And when Siddhartha saw this person and saw like just the feeling this person had, he asked his attendant Channa, who is this person? Und als Siddhartha diesen Mensch vernahm und wahrnahm, was für eine Atmosphäre ihn umgab, fragte er seinen Begleiter Channa, wer ist dieser Mensch? Was ist das für eine Person? And the attendant Channa said, this is a person that's dedicating their life to understanding the meaning of life. Und Channa antwortete dann, diese Person ist eine Person, die ihr Leben dem Verstehen der Bedeutung des Lebens widmet. And when Siddhartha heard that and saw just the feeling that this last person was walking, you know, the feeling that was there,
He recognized that this is what he must do. Und Siddhartha erkannte dann in dem Moment, als er diese Atmosphäre spürte und dieses Gefühl spürte, was diesen Menschen umgab, dass es das ist, was auch er tun möchte. So the story is that he prepared to leave the palace. Und so heißt es in der Geschichte, dass er sich vorbereitete, um den Palast zu verlassen. He was married at the time, and actually his wife was expecting a baby. Er war zum damaligen Zeitpunkt verheiratet und seine Frau erwartete ein Kind. And his father heard about him leaving and begged him, please don't go. Und sein Vater erfuhr von seinen Plänen, den Palast zu verlassen und flehte ihn an, bitte geh nicht. And the father said, you know, I'll give you anything. I'm as wealthy as Bill Gates. Und dann sagte der Vater, ich gebe dir alles, was ich habe. Ich bin so reich wie Bill Gates. And Siddhartha said, okay, well, if you can grant me 3 wishes, I'll stay. Und dann sagte Siddhartha, okay, wenn du mir 3 Wünsche genehmigen kannst, erfüllen kannst, dann bleibe ich. And the king was, there was some hope here, because he was so wealthy, he could do anything. Und der König war voller Hoffnung, denn er war ja so reich, er könnte ihm alles erfüllen. And then Siddhartha said, prevent me from getting old, prevent me from getting sick, prevent me from death. Und dann sagte Siddhartha, behüte mich davor zu altern, behüte mich davor krank zu werden, behüte mich davor zu sterben. And the king could not grant that. Diese Wünsche konnte ihm der König nicht erfüllen. But begged him, please, please. Aber flehte weiter, bitte, bitte. Siddhartha said, all right, how about 2 wishes? Und dann sagte Siddhartha, okay, wie ist es mit 2 Wünschen? A glimmer of hope arose within the king. Und wieder gab es einen Funken Hoffnung, der im König entflammte. And Siddhartha said, prevent me from getting sick, prevent me from dying. So sagte Siddhartha, behüte mich davor, krank zu werden, behüte mich davor, zu sterben. King could not grant it, but begged his son, please. Auch dies konnte der König nicht erfüllen und flehte seinen Sohn weiter an, bitte. And Siddhartha said, okay, how about 1 wish? Und so sagte Siddhartha dann, gut, wie sieht es aus mit einem Wunsch? Prevent me from dying. Behüte mich davor zu sterben. And the king knew he was defeated. In dem Moment wusste der König, dass er besiegt war. And on the evening that his wife was giving birth to a son. An dem Abend, als Siddharthas Frau das Kind gebar. Siddhartha gave away all of his princely clothes, put on some rag robes and fled into the forest. Gab Siddhartha all seine Besitztümer weg, zog sich eine Robe an und fliehte in den Wald. Now some of you might be, some of you might be thinking, what type of guy leaves his wife going to give birth? Come on now, that's not good. Und einige von euch denken jetzt vielleicht, was ist denn das für ein Typ, der lässt einfach seine Frau im Stich? Das gibt's doch nicht. So it's important to know that, of course, him being in a palace, Siddhartha knew that, you know, the wife and the son and everyone was going to be well cared for, at least on the material level, and be very much loved. Und Siddhartha, da er ja im Palast lebte, wusste natürlich, dass seine Frau und auch sein Sohn sehr gut versorgt sein werden. And I'm jumping ahead in the story, but you should know this so that you can feel at least a little relief. Und jetzt springe ich kurz mal an das Ende der Geschichte. Ich denke, ihr solltet das wissen, damit ihr ein bisschen erleichtert seid. And it says that after he reached his full awakening, enlightenment, he came back to the palace, came back to his wife, came back to his son, came back to his father and shared with them what he had learned. Da heißt es nämlich, dass nachdem er selbst Erleuchtung erfuhr, er zurückgegangen ist in den Palast, zurück zu seiner Frau, zurück zu seinem Sohn, zurück zu seinem Vater und mit ihnen geteilt hat, was er gelernt hat. And of course, and like some of the fairy tales, they all got enlightened and they all lived happily ever after.
Und wie es in den Geschichten immer so schön heißt, erfuhren sie in diesem Fall hier alle Erleuchtung und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. I don't know about happily ever after, but they experienced deep awakening and peace. Ich weiß noch nicht, ob sie immer noch glücklich vor sich hin leben. Auf jeden Fall haben sie tiefen Frieden erfahren. Actually, that doesn't sound too bad to be happily ever after. Klingt doch eigentlich nicht so schlecht. So it's a powerful story, and I so deeply personally relate to this story. Und ich persönlich habe eine tiefe Verbindung zu dieser Geschichte. Because, you know, it's a human story. It's not just my story, it's our story. Denn es ist eine menschliche Geschichte. Es ist nicht nur meine Geschichte, es ist unsere Geschichte. From the moment of conception, whenever that was for each of us, von dem Moment unserer Empfängnis an, began the irreversible process of aging that none can escape from. Begann der nicht wieder umkehrbare Prozess des Alterns, dem niemand von uns entgehen kann. And what I love about the story is it's like, yes, this waking into the human condition, and then that fourth heavenly messenger that there's a way to potentially make peace with this is so important. Und was mir an dieser Geschichte so gut gefällt, ist dieses Erwachen in diese menschlichen Bedingungen und Umstände, in denen wir leben, diese klar zu erkennen und dann auch den vierten himmlischen Botschafter, der uns zeigt, dass es einen Weg, eine Möglichkeit gibt, damit Frieden zu schließen. And I'm wanting to say that for you all to be in the retreat, you all have been visited by the four heavenly messengers. Und ich möchte auch sagen, ihr alle seid hier im Retreat und das heißt auch, ihr alle habt schon Besuche bekommen von diesen vier himmlischen Botschaftern. Otherwise, why would you come here? Warum sonst solltet ihr hierher kommen? You could have a vacation somewhere else, it'd be a lot nicer than this. Ihr könntet irgendwo Urlaub machen, an einem viel schöneren Ort als hier. But I trust that for every one of us here, we know about being touched by aging, illness and death. Aber ich vertraue tief darauf, dass jeder und jede einzelne von uns berührt wurde von diesen Wahrheiten des Alterns, der Krankheit und des Todes. And we also heard something about this practice of turning inwards to try to make more peace. Und wir haben auch bereits von dieser Praxis gehört, uns nach innen zu wenden und Frieden zu schließen. You heard about meditation. This is the fourth heavenly messenger. Ihr habt von Meditation gehört, dem vierten himmlischen Botschafter. So my sense is we've all been touched with these messengers. So ist also mein Gefühl, dass wir alle bereits berührt worden sind von diesen Botschaftern. And I love, you know, from time to time in the retreat, maybe tonight during a little walking, to reflect upon how these messengers have touched you. Und ich mache das gerne im Retreat und vielleicht möchtet ihr das auch tun, vielleicht während der Gehmeditation, darüber zu reflektieren, wie diese himmlischen Botschafter in deinem Leben dich berührt haben. I was first visited with the heavenly messengers when I was 4 years old. Ich hatte die erste Begegnung mit diesen himmlischen Botschaftern, als ich 4 Jahre alt war. It was my first awareness of death. Das war das erste Mal, dass mir der Tod bewusst wurde. And I have no idea why it came up. Und ich weiß nicht, warum es auftrat. I was riding in the back seat of my parents' car. We were driving down this road, down this hill to visit my grandmother. Ich saß auf der Rückbank des Autos meiner Eltern und wir fuhren den Berg hinunter, die Straße entlang, hin zu dem Haus meiner Großmutter. And I forget what we were talking about. Und ich weiß nicht mehr, worüber wir uns unterhalten haben. But I remember so clearly I had this realization that death could come to me or to anyone at any time. Aber ich erinnere mich noch so genau daran, dass mir plötzlich klar wurde,
dass der Tod mich heimsuchen könnte oder jeden anderen, und zwar in jedem Moment. And I remember telling my mother and father about this, and they said to me very lovingly, "Don't worry, Bobby, it won't happen for a long, long time." Und ich erinnere mich noch gut daran, ich habe es meinen Eltern erzählt und sie haben mich beruhigt und haben gesagt, mach dir keine Sorgen, Bobby, das wird sehr, sehr lange nicht passieren. And I could sense at 4 years old that they were really trying to be nice to me, but I knew something. Und selbst mit meinen 4 Jahren konnte ich spüren, dass sie gerade versuchen, nett zu mir zu sein, aber ich wusste etwas. I knew they weren't telling me the truth. Ich wusste, dass sie nicht die Wahrheit sagten. Because what I knew was that death could come at any time, and who knows about a long, long, long time, Bobby. Denn ich wusste, der Tod kann in jedem Moment eintreten, und wer weiß schon, wie lange das dauert. And it's very interesting. Last January, I happened to be back in the Boston area. I live in California, and I actually decided to drive down that road where I had this realization so many years earlier. Und letzten Januar war ich wieder in Boston. Mittlerweile lebe ich in Kalifornien und ich habe mich entschieden, dort nochmal diese Straße entlang zu fahren, wo ich diese Erkenntnis hatte als kleiner Junge. It was actually 57 years earlier. Das war damals 57 Jahre her. So powerful to ride down that road and reflect upon that 57 years ago is when I had this realization that we were all going to die. Und es war eine ganz interessante Erfahrung, diese Straße noch einmal lang zu fahren und zu reflektieren, dass es 57 Jahre her war, als ich diese Erkenntnis hatte, dass wir alle sterben werden. And I guess my parents were partly right, because it is 57 years, it is a long, long time. Und ich denke mal, dass meine Eltern vielleicht teilweise recht hatten, denn das ist ja 57 Jahre her und das ist schon eine ganz schön lange Zeit. But then again, it's all relative. Aber dann wiederum ist auch alles relativ. I remember asking my meditation teacher, Lang Ditsiero. Ich erinnere mich noch daran, dass ich meinen Meditationslehrer Lang Ditsiero gefragt habe. A Burmese forest monk. Er ist ein burmesischer Waldmönch. On his 80th birthday. An seinem 80. Geburtstag. Asking him, how fast has 80 years been for you? Da fragte ich ihn, wie schnell gingen diese 80 Jahre für dich vorbei? And he gave me an answer with a gesture. Und er hat mir eine Antwort mit einer Geste gegeben. Here's the gesture. Und das war die Geste. I mean, German could be a little different. Hätte ja sein können, dass es auf Deutsch etwas anders aussieht. 80 years. 80 Jahre. After that realization, when I was 4, by the time I turned 9 years old. Nach dieser Erkenntnis, nach dieser Einsicht, als ich 4 Jahre alt war, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich 9 Jahre alt wurde, I experienced the death of my younger brother, who I shared a room with. He had an illness. Erlebte ich den Tod meines jüngeren Bruders, mit dem ich mir ein Zimmer geteilt hatte. Er war erkrankt. My best friend, who I played with every day, her name was Ellen. She one night died in the middle of the night, going into a diabetic coma. Meine beste Freundin Ellen, mit der ich jeden Tag gespielt habe, starb plötzlich eines Nachts an einem diabetischen Koma. And my grandfather, who lived downstairs, who I was very close with, died of a heart attack. Und auch mein Großvater, der unten im Haus wohnte und mir sehr nah stand, starb an einem Herzinfarkt. So that was a lot for the first 9 years of life, to experience a lot of these deaths, and it left me very confused and lost. Und das war sehr viel in den ersten 9 Jahren meines Lebens, all diese Tode zu erleben, und sie hinterließen mich tief verwirrt und verloren.
And as I was growing up and going through school, the Vietnam War, the Beatles grew their hair long. Und ich wurde älter und ging zur Schule. Es war die Zeit des Vietnamkrieges und die Zeit, in der sich die Beatles die Haare lang wachsen ließen. And the times were a-changing. Und die Zeiten wandelten sich. And again, I was very, very lost and very confused. Und ich war sehr verloren und sehr durcheinander. So lost and so confused, I didn't even know how lost and confused I was. Ich war so verloren und durcheinander, dass ich nicht mal wusste, wie verloren und durcheinander ich war. But I was luckily able to graduate high school, and then I ended up going to school in the Northeast Kingdom of Vermont. Aber glücklicherweise habe ich es irgendwie geschafft, von die Schule zu verlassen und ging dann in Nordosten Vermonts studieren. I majored in skiing, 'cause I love skiing. Und mein Hauptfach war dann Skifahren, denn Skifahren liebe ich zutiefst. And I majored in drinking alcohol. Und weitere Hauptfächer waren Alkohol trinken. And smoking marijuana. Und Marihuana rauchen. And then lastly, trying to major in having girlfriends, but I wasn't too successful in that department. Und zu guter Letzt versuchte ich auch noch als Hauptfach zu belegen, Freundinnen zu haben, aber darin war ich nicht so sehr erfolgreich. After 2 years, I flunked out of school. Und nach 2 Jahren haben sie mich rausgeworfen. My mother begged me, Bobby, isn't there something that would interest you? Und meine Mutter flehte mich an und sagte, Bobby, gibt's denn nicht irgendein Fach, was dich interessieren könnte? And so I was accepted with warning, readmitted. Also wurde ich nach einer Verwarnung wieder aufgenommen. And I looked in the course catalog. Und so schaute ich mir den Katalog der Fächer an. And I was not interested in reading, writing, arithmetic or science. Und ich hatte keinerlei Interesse an Lesen, Schreiben, Mathematik oder auch wissenschaftlichen Fächern. None of that made any sense to me. All das ergab überhaupt keinen Sinn für mich. I was just so lost and confused. Ich war einfach so verloren und verwirrt. I happened to see in the course schedule this class that said the wisdom of the East. Aber einfach fand ich dann doch, das hieß die Weisheit des Ostens. Hinduism, Buddhism, Taoism and Zen. Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und Zen. I didn't know anything about any of this. Das kannte ich alles nicht. But I didn't. I there was some connotation about the East that I had some resonation with. Aber es gab etwas, was dem Osten anhing, mit dem ich eine Resonanz hatte. My resonation was, growing up, I used to love to go to Chinese restaurants. Und diese Resonanz bestand darin, dass als ich aufgewachsen bin, ich es liebte, chinesisch essen zu gehen. And I just loved Chinese food. Und ich liebte chinesisches Essen einfach. And not only the Chinese food, but just walking into a Chinese restaurant as a young kid, I mean, there's dragons, there's big Buddhas with smiles on their face. I mean, the smells, it was a weird place. Und nicht nur das Essen, sondern überhaupt die gesamte Atmosphäre in diesen Restaurants. Da waren große Drachen und große Buddhas mit einem lächelnden Gesicht und die Gerüche dort, das war einfach umwerfend. Ich habe es geliebt. Very different than just your regular restaurant. Ganz anders als die gewöhnlichen Restaurants. So there was some connotation, some type of allure, and I said, well, what the heck, let me go take this class. Also da war etwas, was mich daran faszinierte, etwas, was mich anzog, und ich dachte, naja, was soll's, belege ich mal diesen Kurs. I really had no idea, not even a clue of what I was about to walk into. Und ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer, worauf ich mich da einließ. So I'll never forget walking into my first class on the first day, and my professor was sitting on top of his desk in a full lotus position. Und ich erinnere mich noch daran, als ich am ersten Tag zu meinem ersten Kurs ging, saß mein Professor
auf seinem Schreibtisch im vollen Lotus. I never had a professor like this before, ever. So einen Professor hatte ich wirklich noch nie. Turns out he was my fourth heavenly messenger. Und er war mein vierter himmlischer Botschafter. His name is Bill Jackson. Er heißt Bill Jackson. And I actually reconnected with him after many years through Facebook. Und dank Facebook habe ich nach vielen Jahren mit ihm wieder Kontakt aufnehmen können. I was able actually to tell him, to thank him for what he did for me at a time in my life that I was so confused and lost. Und ich war in der Lage, ihm zu danken und auszudrücken, was er für mich getan hat in einem Moment in meinem Leben, wo ich so verloren war. It just so happens that today is his 72nd birthday. Und heute ist sein 72. Geburtstag. So I dedicate this talk to my fourth heavenly messenger, Bill Jackson, who will always be a treasure in my heart. Und so möchte ich diesen Vortrag meinem vierten himmlischen Botschafter Bill Jackson widmen, der immer ein Geschenk in meinem Herzen sein wird. So what was unusual was when I walked in and I saw him in this full lotus position, it was how he held himself and presented himself. Als ich da also in das Klassenzimmer lief und er saß auf diesem Schreibtisch im vollen Lotus, da war etwas in der Art und Weise, wie er mit sich selbst war und wie er sich selbst hielt. He was so embodied. Er war so verkörpert. I could just have that sense that whatever he spoke, he was walking that talk. Und es war so dieses Gefühl, dass was immer er auch sagte, er lehrte, was er sprach. Er lebte, was er lehrte. I never met or saw another human being like this ever before in my life. Und zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben hatte ich noch nie so einen Menschen getroffen. Meeting him was like that there's another way. Und auf ihn zu treffen bedeutete für mich, dass es eine andere Möglichkeit gab. Es gab einen weiteren Weg. He had us read the Tao Te Ching by Lao Tzu. Er ließ uns das Tao Te Ching von Lao Tzu lesen. The way of life, it means. Der Weg des Lebens. The book of the Tao. Das Buch des Tao. And I started reading this and I couldn't believe that someone had thought about life in this way. It was like coming home. So begann ich es also zu lesen und war fassungslos. Ich konnte nicht glauben, dass jemand so eine Art von Bezug zum Leben nahm. So wise, so simply, clearly said. Es war so weise und so einfach und klar ausgedrückt. The Tao Te Ching is a small book, just 81 types of poems. Das Tao Te Ching ist ein ganz schmales Buch. Es gibt nur 81 Verse. The wisdom is immense. Aber die Weisheit darin ist immens. And when I came across epigram the number 47. Und als ich Epigramm 47 las. This one particular poem or epigram really spoke to me. Dieser Vers sprach mich wirklich zutiefst an. It says, there's no need to look outside your window, for everything you need to know is inside you. Denn da heißt es, es gibt keinen Grund, aus dem Fenster hinauszuschauen, denn alles, was du wissen musst, findest du in dir. There's no need to look outside your window, for everything you need to know is inside you. Es gibt keinen Grund, aus dem Fenster hinauszuschauen, denn alles, was du wissen musst, findest du in dir. And after reading this and sitting with this, I began to realize just how lost and confused I had been. Und nachdem ich das gelesen habe und damit saß, fiel mir auf, wie verloren und durcheinander ich bin. And that if I wanted to know something, I needed to begin to look inside. Und dass wenn ich etwas wissen und erkennen möchte, ich nach innen schauen muss. And this began my meditative journey over 41 years ago. Und so begann meine Reise der Meditation über 40 Jahre her. I'm very grateful for this meeting with this heavenly messenger.
Und ich bin dieser Begegnung mit diesem himmlischen Botschafter sehr dankbar. So this is the noble endeavor before us. Und das ist das edle Unterfangen, was vor uns liegt. To embrace all of life. Es besteht darin, das gesamte Leben zu umarmen. Not to push anything away. Und nichts wegzuschieben, abzulehnen. There's a wonderful poem by Dana Falls that speaks to this. Dana Falls hat ein ganz wunderbares Gedicht geschrieben, was genau das anspricht. It's called The Whole Array. Das heißt das ganze Aufgebot. This life isn't about slicing off the parts I don't like to be left with those I do. I choose the whole array, night and day, ease and its opposite, the squeaky wheel and the grease gun. In diesem Leben geht es nicht darum, die Teile wegzuschneiden, die ich nicht mag, damit jene, die ich mag, übrig bleiben. Ich wähle das ganze Aufgebot, Tag und Nacht, Angenehmes und das Gegenteil davon, wenn es schleppend geht und wenn es läuft wie geschmiert. Push away any piece of life and a key that could have opened a door is lost, tossed out with the trash. I pray for the courage to receive the full catastrophe, however it appears to me, without needing to push back. Lehnst du auch nur irgendein Stückchen des Lebens in dir ab, so ist ein Schlüssel, der eine Tür hätte öffnen können, verloren, rausgeschmissen mit dem Müll. Ich bete für den Mut, die ganze Katastrophe annehmen zu können, wie auch immer sie mir erscheint, ohne zurückzuschrecken. And so the Siddhartha Gautama, he, as I mentioned, he left that palace to search for peace. Siddhartha Gautama verließ also den Palast auf der Suche nach Frieden. And he studied during those 7 years with all of the many of the different masters of the time and mastered the meditation practices that they had taught. In den folgenden 7 Jahren studierte und lernte er bei vielen der damaligen bekannten Meister und meisterte die jeweiligen Praktiken. To the point that each master said, you know as much as I do, you can sit next to me and teach with me and go. Erreichte immer wieder diesen Punkt, an dem sein Meister zu ihm sagte, du hast alles gelernt, was ich weiß. Du kannst jetzt neben mir sitzen und lehren. Ziehe los. And Siddhartha still didn't feel like he had fully understood life. Yes, he could calm his mind and body with great absorption, but the key to understanding was not there. Aber Siddhartha hatte noch immer nicht das Gefühl, dass er das Leben zutiefst verstanden hatte. Ja, er konnte seinen Körper und Geist zur Ruhe bringen und tief versenken, aber den Frieden und das Verständnis hat er noch nicht erlangt. So then he heard that the practices of punishing the body, self-mortification, would be a way for full awakening. Und dann hörte er von den Praktiken, den Körper zu bestrafen und zu kasteien, und dass dies ein Weg zum Erwachen sein könnte. And so he practiced very strenuously and extremely these practices of punishing the body, the self-mortification. Und so praktizierte er sehr strikt diese Praktiken der Selbstkasteiung des Körpers. He reduced his food intake to 1 grain of rice a day. Und er reduzierte seine Nahrungsaufnahme auf 1 Reiskorn pro Tag. And at the point of collapse, when he's losing all of his energy, when he touched his belly, he'd feel his tailbone. Und zwar so weit, bis er fast zusammenbrach, wenn er seinen Bauch berührte, konnte er sein Rückgrat spüren. And realized the futility of self-mortification. Und so realisierte und erkannte er diese Schädlichkeit der Selbstkasteiung. And so he left the group of practitioners practicing self-mortification, began to care for his body and to restore his health.
Und so entschied er sich, die Gruppe dieser Asketen zu verlassen und wieder Nahrung aufzunehmen, sich um seinen Körper zu kümmern und erlangte wieder Gesundheit. And he came across a glorious tree and decided to take his seat at this tree. Und dann traf er auf einen ganz wunderbar anmutigen Baum und entschied sich, seinen Sitz unter diesem Baum einzunehmen. And then made a determination. Und fasste einen Entschluss. That there was no other place to go. Und dieser Entschluss hieß, es gibt keinen anderen Ort, wo ich hingehen muss. No other teacher to study with. Und keinen Lehrer, mit dem es weiterhin zu praktizieren und von dem es zu lehren galt. And he was going to see for himself with his own experience. Er wollte für sich selbst und aus seiner eigenen Erfahrung heraus lernen und erkennen. And to awaken. Und erwachen. So I'll speak more about what he awakened into in the week, the nights to come here. Und ich werde in den folgenden Nächten noch mehr darüber erzählen, in was er hinein erwacht ist. But what we can say is that he awakened into deep peace and understanding. Aber was wir sagen können schon vorab ist, dass er in tiefen Frieden und tiefes Verstehen hinein erwachte. And I'd like to share with you as an ending of a very short meditation that gives us a taste of this freedom and peace. Und ich möchte mit euch zum Abschluss eine ganz kurze Meditation praktizieren, die uns so einen Geschmack für diesen Frieden geben kann. And I can hear you all moving, and that's good. And what I'd like you to do is just stand up or just stretch just for a few moments, because we've been sitting for a while, and then we'll end with this meditation. Ich höre, dass ihr jetzt alle euch bewegt, und ich möchte euch einladen, einmal kurz aufzustehen, euch zu recken und zu strecken, und dann enden wir mit dieser kurzen Meditation. So this was a meditation offered by one of my teachers, Tungpu Lucero. Diese Meditation kenne ich von einem meiner Lehrer, Tungpu Lucero. And it's a very simple practice with a recollection that goes with it. Und das ist eine ganz einfache Praxis, die mit einer Sammlung einhergeht. So we'll work with the breath with these recollections. Und wir arbeiten dazu mit dem Atem. And so just finding a place, of course, where we can be comfortable and awake. Also finde eine Haltung, in der du wach sein kannst und es bequem hast. And bringing awareness to the breath in and the breath out. Bring die Aufmerksamkeit zum Atem, wie er einströmt und ausströmt. It is said in the teachings of the Dharma that the causes of suffering are greed, hatred, and unawareness. In der Lehre des Dharma heißt es, dass die Ursachen des Leidens Gier, Hass und Unbewusstheit sind. And so as we breathe in and breathe out with these next few breaths, experiencing the greed or grasping or craving just falling away. Und mit den nächsten Atemzügen, mit der Ausatmung, erfahre, wie jegliche Gier, jegliches Greifen und Verlangen von dir abfallen kann. In short, it's the falling away of I want. Fill in the blanks. In Kürze kann man sagen, lasse das Ich will XY. Kannst du eintragen, was immer dir in den Sinn kommt. Lass dieses Ich will von dir abfallen. Just a few breaths with this relinquishing, this falling away of the wanting, and in its place,
gives rise to a sense of contentment and ease. Nimm diese paar Atemzüge und lasse mit diesen Atemzügen von dem Wollen los. Und anstelle dieses Wollens erfahre ein Gefühl der Zufriedenheit, ein Gefühl des Wohlbehagens. And breathing in and breathing out, the relinquishing of aversion or hatred or simply not wanting. Und nun atme ein und atme aus und lasse alle Aversion, alle Ablehnung, allen Hass oder auch ganz einfach gesagt alles Nichtwollen von dir abfallen. And in its place of not wanting is the sense of the open heart. Und anstelle dieses Nichtwollens tritt jetzt dein offenes Herz. Breathing in and out, feeling the sense of contentment and ease and with an open heart. Atme ein und atme aus und spüre dieses Gefühl der Zufriedenheit, der Unbeschwertheit und deines offenen Herzens. And lastly, breathing in and breathing out, this clarity of mind and heart, there's no ignorance or unawareness here. This is the understanding that freedom, contentment, comes from the relinquishing of wanting and not wanting. Und jetzt atme ein und aus. Und mit diesem Ein- und Ausatmen lasse Klarheit entstehen. Da ist keinerlei Unbewusstheit mehr da. Da ist ein klares Sehen, das durch dieses Loslassen vom Wollen und von Nichtwollen eine Zufriedenheit, ein Wohlbefinden, ein offenes Herz und Klarheit entstehen kann. So just these few breaths, breathing in and out, contentment, open-heartedness and clarity of mind and body. Mit diesen Atemzügen spüre Zufriedenheit, eine Offenherzigkeit und eine Klarheit in Körper und Geist. And so I'll just end with the reading. Dann schließe ich mit einem Text ab. This is by Tsongkhapa. Von Tsongkhapa. The human body at peace with itself is more precious than the rarest of gems. Der menschliche Körper in Frieden mit sich selbst ist kostbarer als das seltenste Juwel. Cherish your body, it's yours this one time only. Schätze deinen Körper, er ist dein nur dies eine Mal. The human form is one with difficulty and it is easy to lose. Menschliche Gestalt anzunehmen ist eine schwer gewonnene Errungenschaft. Sie ist leicht zu verlieren. All worldly things are brief like lightning in the sky. Alle weltlichen Dinge sind kurzlebig, so wie ein Blitz am Himmelszelt. This life, you must know, is a tiny splash of a raindrop. Du musst das Leben sehen wie den winzigen Aufschlag eines Regentropfens. A thing of beauty that disappears even as it comes into being. Etwas so voller Schönheit, welches im Moment seines Werdens schon vergeht. The human body at peace with itself is more precious than the rarest of gems. Der menschliche Körper im Frieden mit sich selbst ist kostbarer als das seltenste Juwel. Morgen alle Wesen in Frieden sein. May all beings be at peace.